Herzlich willkommen zum 10. Teil unserer 12-teiligen Serie, die 12 größten Fehler von Gründern. Und heute geht es darum, dass du dir ein oder mehrere Vorbilder suchst, dass du dir ein oder mehrere Mentoren suchst, die an dich glauben und die vielleicht schon dort sind, wo du hin willst. Alle Handwerkskünste und Kampfsportkünste haben eines gemeinsam. Diese werden weitergegeben vom Meister zum Lehrling, der Geselle wird, um dann wieder ein Meister zu werden, das wieder an Lehrlinge, Gesellen und Meister weitergibt. Also Wissen, Erfahrung, Know-how wird immer von Mensch zu Mensch weitergegeben, also von Profis, von Meistern zu Schülern. Und auch im Unternehmertum ist es nicht anders. Du brauchst Kontakt zu echten Unternehmensmeistern, wenn du als Lehrling erfolgreich werden willst. Dein bester Freund, wenn er nur Angestellter ist, wird dir vielleicht zeigen können, wie er ein guter Angestellter in seinem Bereich wird, zum Beispiel Buchhalter oder Busfahrer. Aber er wird dir nicht zeigen, wie man eine Firma führt. Das Firmenführen ist ein Know-how, eine Kunst für sich und die erlernst du nur von Meistern, die es selbst auch erlebt, praktiziert und gemeistert haben. Also suche dir Menschen in deinem Umfeld, suche dir Kanäle, suche dir Gemeinschaften, Clubs, Vereine und Verbände, wo du genau diese Menschen triffst. Auch wenn es dich Geld und Zeit kostet, wenn es dich vielleicht ehrenamtliche Arbeit kostet. Entscheidend ist, dass du Vorbilder hast, die an dich glauben, sich auch Zeit für dich nehmen und von denen du lernen kannst, Wissen und Fähigkeiten, Werte und Know-how bekommst, die du nirgendwo anders kaufen kannst. Und dann ist es Zeit, auch das zu üben, das zu trainieren, dir Feedback einzuholen, also in einem Prozess dich begleiten zu lassen. Und da kommt der Mentor oder ein guter Coach ins Spiel, der dich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat bei der Entwicklung, also bei dem Fortschritt deiner Maßnahmen auch begleitet, dir Feedback gibt und aufschreibt, was du verändern wolltest, dich dran hält und Rückmeldung gibt, ob du es geschafft hast und was du verbessern kannst. Und wenn du dafür Unterstützung brauchst, bist du wieder eingeladen, ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Denn solche Mentoren haben wir entweder selbst oder vermitteln wir auch in dem Zusammenhang mit Kapital als Business Angel. Also mach jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum 11. Teil.